Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Conan Exiles Guide. Ja, heute werden wir über etwas sprechen, das die meisten von euch auf kurz oder lang bewegt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar die Belastung. Jeder Charakter kann nur eine bestimmte Anzahl an Gegenständen mit sich tragen. Wenn er ein Limit, nämlich seine Belastbarkeitsgrenze, erreicht, wird er zwar noch Sachen einlagern können, wird sich aber nur noch im Schneckentempo, also sprich in normaler Gehgeschwindigkeit, vorwärts bewegen können. Das ist besonders, wenn man größere Gebäude oder Festungen bauen will, eher hinderlich, weil dann läuft man stundenlang von einem Spot hin und her, bis man endlich alles zusammen hat. Da gibt es zwei Wege. Die erste ist, man installiert sich eine Mod und hofft, dass die Mod auf dem Server, wo man spielen möchte, unterstützt wird. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit allerdings, die einem das Spiel ohne Mods bietet, ist ein Talentbild, das das Maximalste aus dem Charakter rausholt und die Belastungsgrenze bis auf 60 hochbringt. Ich habe diesen Bild jetzt hier einmal vorbereitet. Ursprünglich hatte ich diesen Bild verwendet gehabt, hier auf dem Online-Server, um meine Festung im hohen Norden auszubauen, beziehungsweise zu bauen und dann hinterher auszubauen. Die ist natürlich noch nicht fertig, deswegen spiele ich jetzt hier auf einem im Singleplayer, wo ich diese Festung vorgebaut habe und sie dann auch später ungefähr so aussehen wird bzw. soll. Da ich hier auch andere Möglichkeiten habe wie auf dem Online-Server, unter anderem auch makellose Rüstungen herzustellen. Das kann ich auf dem Online-Server noch nicht, da das aber zum Bild mit dazugehört, habe ich das hier extra mit reingebracht. Gut, was ist das für ein Bild? Fangen wir mal von vorne an. Erster Fehler wieder. Es will nicht. So, Talente. Attribute. Ihr seht, es ist kein Kämpferbild. Mit denen kann man wirklich nicht viel machen. Wir haben noch zwei Punkte übrig. Die könnten wir in Stärke oder in Präzision verurteilen. Sinnvoll wären sie wahrscheinlich in Stärke. Alle anderen sind zu hochstufig. Nun, ihr seht, ich habe 10 Punkte in Beweglichkeit reingetan. Das habe ich deswegen gemacht, um den ersten Perk, die eiserne Ausdauer, freizuschalten. Dadurch benötige ich wesentlich weniger Ausdauer, wenn ich schnell laufen will. Ihr wisst, im Spiel kann man zwar laufen, allerdings ist das extrem energielastig. Und wenn man voll beladen ist, kostet das noch mehr Energie. Durch diesen Perk ist es mir möglich, doppelt so lang zu laufen. Zweitens, Vitalität habe ich ebenfalls 10 Punkte rein investiert. Warum? Viele Ressourcen findet man auch unter Wasser. Steine, Algen, Büsche und was weiß ich nicht alles. Also ich weiß jetzt den genauen Namen von diesem roten Zeug nicht. Mit dem Vitalitätsperk tiefer Atemzug kann man doppelt so lange tauchen. Das heißt, man muss nicht andauernd auftauchen, wieder abtauchen, auftauchen, abtauchen. Wunderbar. So, und durch den Ausdauerperk hier kann man auch länger schwimmen, bis die Ausdauer zu Ende geht. Präzision habe ich natürlich nichts reingesetzt. Stehvermögen bzw. Mut ist immer gut. Das reimt sich, und was ich reimt, ist gut. Ihr seht, wir haben 30 Punkte dort rein investiert, um drei Perks freizuschalten. Erstens den festen Griff. Man verbraucht beim Klettern weniger Ausdauer. In Kombination mit Beweglichkeit und Vitalität schon mal ein Gewinn. Barbarenfähigkeit. Du erhältst pro Generationseinsatz 10% mehr Ausdauer. Das heißt, ihr könnt wesentlich schneller wieder sprinten oder weiter farmen. Eisenmuskeln. Du erhältst eine natürliche Resistenz gegen Schaden. Wenn ihr am Farmen seid, lässt es sich leider nicht vermeiden, dass ihr ab und an mal auf Gegner trefft. Das wird sich, wie gesagt, nicht vermeiden lassen. Und mit diesem Perk ist es euch möglich,
euch ausgiebig zu schützen, während ihr auf der Flucht seid. Belastung, das ist natürlich unser Main-Attribut, um es mal so zu sagen, dass wir, wenn die Rüstung gleich stimmen wird, bis auf den vollen Perk hochbringen werden. Ziel ist es also, 36 Punkte normal zu investieren und die restlichen 14 Punkte über die Kriegszeichnung voll zu bekommen, über die makellose Ausrüstung voll zu bekommen und diesen Rucksack, den ich auf dem Rücken trage. Dazu aber später mehr. Warum? Ganz einfach, Gewicht und Gegengewicht. Du verursachst 10% mehr Nahkampfschaden, wenn du überlastet bist und verbrauchst 10% weniger Ausdauer, wenn du es nicht bist. Dieser Perk ist eher nicht so wichtig. Sicherer Stand. Verkrüppeleffekte sind schwächer. Ist schon mal sinnvoll, wenn du auf der Flucht bist. Du wirst von einem Bogenschützen angeschossen. Er trifft dich ins Knie. Ja, er war früher auch mal Abenteurer, aber dann traf ihn jemand ins Knie. Ihr könnt dann durch wesentlich besser weiterlaufen. Packesel. Deine maximale Tragelast wird um 10% erhöht. Hier haben wir schon mal den ersten wichtigen Punkt. Deine maximale Tragelast wird um 30 Punkte erhöht. 10 Prozentpunkte ist eine ganze Menge. Ablenkung. Du hast eine Chance, eine Falle im Falle eines Treffers Rüstung und Haltbarkeitsabzüge zu ignorieren. Ja, anders übersetzt, deine Ausrüstung geht nicht so schnell kaputt, solltest du während des Farmens überfallen werden. Später, wenn dann die 50 Punkte voll sind, hast du noch Impulsantrieb. Mr. Scott, Impulsantrieb in 10 Sekunden. Aber Captain, der ist ausgefallen. Die Krieger sind in 24 Stunden wieder. Jedenfalls Impulsantrieb. Du bist überlastet, kannst dich aber mit maximaler Geschwindigkeit bewegen. Kostet trotzdem Ausdauer, wenn man läuft. Aber normal gehen, beziehungsweise das normale schnelle Gehen, das man ja standardmäßig eh macht, ist drinnen. Das heißt, man schleicht nicht mehr wie eine Schnecke von A nach B. Sehr, sehr sinnvoll. Und last but not least, Überleben. Viele Leute gehen, wenn sie von vorne. Ich habe hier 30 Punkte investiert, wie ihr es sehen könnt. Warum? Viele Leute haben, wenn sie farmen gehen, Unmengen an Wasser und Essbarem dabei. Gekochtes Fleisch, Wasser, Wasserflaschen, Wasserkelche, je nachdem. Durch den ersten Perk braucht man das nicht mehr, weil man kann rohes Fleisch essen, ohne ein Lebensmittel zu verkommen. Und rohes Fleisch findet ihr im wahrsten Sinne des Wortes überall. Ja, ihr braucht es nicht kochen, nirgendwo, zack, rein in den Mund, frisch gekaut, ist das lecker. Ja, und ihr werdet geheilt, wunderbar. Und jetzt der wichtigste Punkt, harte Arbeit. Du erntest Ressourcen doppelt so schnell ab. Das ist eine ganze Menge. Während der normale Bauer 3 bis 5 Sekunden an einem Eisenvorkommen kloppt, habt ihr es in 2,5 gekloppt und könnt schon zum nächsten weiterziehen. Das heißt, ihr sammelt doppelt so viele Sachen wie der andere. Effizientes Fleischerhandwerk. Jedes erlegte Tier bringt zusätzliche Ressourcen. Ist natürlich vorteilhaft, wenn man auf Pelze oder sonst oder Fleischfarmen geht. Man kriegt jetzt definitiv mehr raus. So, das war der Bild an sich gewesen. Jetzt gehen wir mal in die Festung rein, wie sie mal ungefähr sein wird. Sieht natürlich ganz anders aus wie im Spiel. Ihr wisst es noch nicht, weil die Folge noch nicht hochgeladen wurde. Wobei dieser Guide früher hochgeladen wird. Aber ihr werdet es in den nächsten Tagen wohl zu sehen bekommen. Hier ist wieder der tolle Aufzug. Jetzt fehlt die Aufzugsmusik, wie immer. So. Und es wird dunkel, scheint mir. Toll, und ich habe keine Fackel dabei. Aber das macht nichts. Fangen wir als erstes mal von vorne an. Ihr seht, ich habe hier ganz normale, leichte Rüstung an. Die leichte Rüstung ohne irgendwelchen Schnickschnack, ihr erinnert euch, bietet einen Bonus auf Beweglichkeit, Belastung. So, 5 Punkte Bonus auf Belastung, wenn man alle 5 Rüstungsteile voll hätte, also auch noch den Turban. Habe ich aber nicht. Ich habe hier einen Trägerpack drin. Für dieses Trägerpack
müsst ihr vorher einen NPC, der auch so ein Paket auf dem Rücken trägt, meistens werden die als Kellner betitelt, müsst ihr ausnocken und in euer Rad der Schmerzen einbinden. Sobald er konvertiert wurde und euer Leibeigner ist, könnt ihr ihm dieses Trägerpaket abnehmen. Ausgerüstet tut dieses Trägerpaket 4 Punkte extra in Belastung mit reintun. Ihr seht, jetzt haben wir 12 Punkte. Nehmen wir das weg, haben wir nur noch... Oh, es sind sogar 5 Punkte. Das heißt, ihr habt 5 Punkte, wenn ihr den Trägerpack ausrüstet. Plus die Belastungspunkte, die ihr jeweils hiervon bekommt. 1, 2, 3, 4. 4 Punkte durch die normale Rüstung plus 5 sind wir schon bei 9. Plus der Belastungskriegszeichnung sind nochmal 3 Punkte, sind wir bei 12. Wunderbar. Um aber auf... Jetzt ist es dunkel. Okay. Machen wir das mal eben ganz einfach. Spielen wir mal Admin. Das ist so schön, weil ich es kann. Dass ich es kann, gehen hier einfach mal auf Mittag. Und schon haben wir wieder Licht. Und er sprach, es werde Licht, doch der Schalter tat es nicht. Wir ziehen jetzt erstmal hier diese Rüstung aus. Oh, eine nackte Frau. YouTube, bitte nicht bannen. Tun die Rüstung in die erweiterte oder in die normale Rüstungswerkbank. Wichtig ist, dass wir einen Stufe 3 oder 4 Leibeigenen brauchen, um diese Rezepte freizuschalten. Ich habe mich für lemurianische Leibeigene entschieden, in dem Fall einen Named, also einem Stufe 4, den ich an der Pagode der Lust, bei der Dekerto-Lehrerin, gefunden habe. Die Stelle zeige ich euch gleich nochmal. So, und die konnte diese Rüstung als makellose, leichte Rüstung anbieten. Gehen wir einfach mal hier drauf, leicht, damit nur die leichten Sachen angeboten werden. So, was brauchen wir denn? Das meiste habe ich bereits vorbereitet, wie hier zum Beispiel das perfektionierte Futteral. Und wir kräften also das normale, wir brauchen das Futteral. Wir brauchen die alte Rüstung und wir brauchen mehrlagige Seide. Wie man mehrlagige Seide herstellt, habe ich in meinem vorherigen Guide über Leder mit erklärt gehabt. So, dann stellen wir das jetzt einfach mal her. Zack, 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 zack. Und den können wir auch noch. Zack. Wunderhübsch, das hat funktioniert. Da sehe ich sogar, ich habe von den Armen und den Beinen zu viel hergestellt. Die brauchte ich gar nicht. Okay. Auch diese leichte Rüstung hat natürlich ein Gewicht. Ihr seht es, 1,42. Dafür kann man sogenannte Rüstung-Einsparungskits auch an der Werkbank des Rüstungsmachers herstellen, wenn man es geskillt hat. Und die kann man einfach, indem man sie auf die Rüstung zieht, anwenden. Dadurch wird die Rüstung, wie gesagt, sollte die Rüstung leichter werden. Gucken wir mal. Von 1,42 auf 0,85. Und hier auf 1,49. So, die Stiefel hatten 0,71. Wenden wir das mal an. 0,43. Der Lendenschurz 1,77. 1,06. Das sind also schon ganz deutliche Ersparnisse an Gewicht, die wir hier haben. Das heißt, unsere Belastung ist nur minimal beansprucht. So, dadurch, dass wir jetzt die makellose Rüstung anhaben, dürfte sich an den Attributen nochmal etwas getan haben. Und ihr seht, wir haben 15 Punkte plus und haben damit definitiv den letzten Perk, den Impulsantrieb, erreicht. Mr. Zulu, yes, Captain, Mops-Geschwindigkeit. So, wohin will ich denn jetzt?
Ach ja, das gleiche habe ich auch für die Waffen beziehungsweise für das Farmgerät gemacht. Für die Sichel, für das Abholzmesser, für das Hackmesser, für die Stahlaxt und den Pickel. Man könnte allerdings auch hingehen und anstelle einer Stahlaxt und eines Stahlpickels einfach das Gerät nehmen, das beides miteinander kombiniert, nämlich die Spitzhacke. Wenn man diese Spitzhacke gecraftet hat, kann man alles das machen, wofür man normalerweise zwei Waffen brauchte. Man kann Rinde sammeln, man kann Äste sammeln, man kann Holz hacken, man kann Steine kloppen und. Ist durchaus eine Ersparnis in der Belastung. Ich hatte das jetzt, habt ihr jetzt allerdings nicht gecraftet gehabt, hatte nur die beiden hier und das andere wollte ich mir nicht aus dem Äther ziehen, daher habe ich das so gelassen. So, und jetzt kommen wir in den geschieteten Raum, der voll ist von Tänzern. Hui, so viele geschietete Tänzer. Der Maerot ist ein Cheater. Und jetzt laufen wir uns zu unserem Treppenausgang. Warum habe ich überall diese Zwischentüren reingesetzt? Ganz einfach. Sollte eine Basis mal angegriffen werden, muss man dem Gegner so viele Möglichkeiten in den Weg räumen, wie man kann. Zudem ist es eine wunderbare Abteilung. Und wie ich es in einem vorherigen Let's Play schon gesagt habe, habe ich diese Basis hier mit einem ganz speziellen Zweck gewählt. Beziehungsweise den Ort dieser Basis. Erstens ist er versteckt. Es gibt nur drei Zugänge, die man leicht zubauen kann, sodass kein Feind reinkommen kann. Und der zweite, sämtliche Metallressourcen und Ferressourcen sind um diese Basis verteilt, die hier liegt in diesem Bereich. Also sprich, ich habe dieses Areal quasi jetzt als Basis. Hier gibt es, ich möchte es jetzt mal ganz offen und ehrlich sagen, Unmengen an Eisen. Hier kann man mit Eisen tot geworfen werden. Ebenso mit Kohle. Ihr seht es schon, normalerweise geht das Eisenvorkommen bis hier oben hin. Da ich aber die Basis da gebaut habe, zu nah dran gebaut habe, ist ein Teil verschwunden und hier fängt es schon an. Ebenso mit Kohle. Ihr seht, ich baue wesentlich schneller ab. Ein, zwei Schläge und das Zeug ist weg. Eins, zwei, weg. Und weiter geht's zum nächsten. Eisen. Eins, zwei, drei, weg. Ja, oh, habe ich das noch nicht ab. So, und dieser ganze Felsvorhang, alles hier ist voll mit Eisen. Ich zeige euch das mal, indem ich mal da langlaufe. Eisen, wohin das Auge blickt. Und damit noch nicht genug, es geht hier weiter. Eisen, klettert man da hoch, was mit diesem Bild kein Problem ist. Alles voll mit Eisen, Eisen und Kohle. Das gleiche gilt auf der nächsten Rückseite. Da, alles voll mit Eisen. Das in Kombination mit dem Schwefel, den es hier im Norden leider nicht gibt, dafür muss man tatsächlich in die Wüste rennen, macht dies hier zu dem perfekten Schlaraffenland für Eisenweiterverarbeitung. Und wir haben viele Tiere direkt vor Ort. Der Kampf dauert natürlich ein bisschen länger. Hui, Meister Pets. So, und jetzt nehmen wir mal kurz die Beine in die Hand. Essen eine Kleinigkeit. Ihr seht es, wir können ganz bequem vor jedem Feind davonlaufen. Unser Ausdauerverbrauch ist minimal. Und zack, er ist da, wir sind wieder voll, können unsere drei Schläge machen, nehmen wieder die Beine in die Hand. Man macht zwar nicht so viel Schaden wie sonst, also mit dem üblichen Bild, den ich ja sonst spiele, aber er hat auch sein Gutes. Nanu, wo will Meister Lampe, Meister Petz hin? Er hat keine Lust mehr, er hat die Schnauze voll. Zack, 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 du bist mein.
So, und schon holen wir hier das wunderbare Holzmesser raus. Extra Ressourcen. Fell plus Bärenfell ohne Ende. Das gleiche ging auch mit dem Hackmesser für Fleisch. So, und ihr seht, der gesamte Steilhang ist voll mit Eisen, mit Erz, mit Kohle und natürlich mit Stein. Ja, man kann dann hier noch wunderbar hochlaufen. Kraxeln. Und oben würde man auf noch mehr Kohle und Stein treffen. Mit anderen Worten, es ist ein Schlaraffenland. Ja, und das war er auch schon wieder gewesen. Mein Guide zum Thema Belastung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist für euch nützlich. Dieser Guide kann natürlich auch angewendet werden, während ihr levelt. Bedenkt aber, dass er dann nicht vollständig zur Verfügung steht, beziehungsweise dass dadurch die Levelprozedur um einiges härter ist. Wenn ihr aber mit Stufe 60 in eure Basis geht, beziehungsweise eure Basis zu einer Festung ausbauen wollt, um sie vor der Purge zu schützen oder vor übereifrigen PvP-Spielern, ist dieser Bild am besten, denn dadurch könnt ihr massenhaft an Ressourcen farmen, habt immer genug Möglichkeiten, sie zu verwenden, ja, und euch somit einen ganz klar und deutlichen Spielvorteil einzubringen. Wenn euch dieser Guide gefallen hat, ihr kennt das Prozedere, lasst ein Like da. Wenn er euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch disliken. Allerdings wäre es dann fair, schreibt einen kurzen Kommentar unten hin, warum ihr disliked habt, was euch nicht an meinem Guide gefallen hat. So, ansonsten, wenn noch nicht geschehen, hinterlasst ein Abo, würde mich sehr, sehr freuen. Empfehlt mich euren Freunden, euren Familien, ja, euren Bekannten, jedem, von dem ihr wisst, dass der auch gerne Computerspiele spielt, beziehungsweise Conan Exiles. Bei meinem Kanal wird ja nicht nur Conan Exiles angeboten, sondern auch noch andere Spiele. Auch wenn die im Moment ein bisschen zu kurz kommen. Und jetzt bleibt es an mir, mich zu verabschieden. Haltet die Ohren steif, macht es gut und tschüss.